Hallo, wir schauen uns heute wieder eine Schwertbasisbewegung an. Also unter dem Oberbegriff Subori läuft das alles. Und es geht heute um eine Bewegung, wo wir schräg von der Seite schneiden. Von der Aikido-Technik her würde das auch Yokomon Uchi heißen. Vieles bei dieser Bewegung ist genauso wie beim Shomen, was wir uns im letzten Video angeguckt haben. Also das heißt, die Haltung von den Händen am Schwert, das Drübersein hier über dem Schwert, und das Schneiden mit der Gewichtsverlagerung. Wir fangen jetzt erstmal an mit Füßen nebeneinander. Das heißt genauso heben wieder. Also hier die Hand zieht, die Hand schiebt. Bin über dem Kopf und wenn ich jetzt zu der Seite auslenke, die obere Hand, die am Griff ist, das heißt die rechte in dem Fall, würde jetzt ein bisschen nach rechts rüber gehen und es dahin lenken und hier komme ich wieder in der Mitte an. Wenn ich nach links gehe, geht diese Hand ein bisschen nach links und führt den Schnitt da lang. Die hintere Hand, also die linke, die kümmert sich eher um das nach unten Schneiden, also dass ich hier gerade ankomme in der Mitte wieder. Ne? Also die Richtung macht die rechte Hand in dem Fall. Entspannt stehen, gut mit dem Atemrhythmus gehen, Kontakt zum Boden gut halten, Zentrum spüren. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel von dieser Seite hier schneide, ist es natürlich sinnvoll, dass wenn ich in die Richtung angreife, dass ich mich dann nach dem Schnitt auch einmal in die Linie stelle, dass ich mich gut zum Partner hin orientiere, dass ich geschützt hinter dem Schwert bin, gute Verbindung zum Zentrum habe und aber auch so ein bisschen seitlich stehe. Also ich bleibe nicht so gerade ausgerichtet, sondern ich gehe hier ein bisschen zurück mit der Seite. Also wenn ich nochmal von so anfange, würde ich das linke Bein in den Moment zurücknehmen, dass ich jetzt so leicht schräg stehe. Also da ein bisschen achten, wie er die Füße setzt. Man kann auch direkt aus der Ausrichtung, also Grundstellung, anfangen, rechter Fuß vorne und in der Linie stehen und dann auch aus der Linie raus bewegen. Das geht genauso. Also ich mache das jetzt ein paar Mal aus dieser Grundstellung. Wichtig ist, dass man natürlich mit dem Fuß nach hinten raus auch nicht überdreht, also trotzdem eine gute Haltung auch beibehalten. Und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, auch aus dieser Basisstellung, das heißt rechts ist vorne, und ich gehe jetzt mit links vorne in das rechte Bein zurück. Dass ich jetzt auf dieser Seite vom Schwert mich orientiere. Wie weit man jetzt in so einem Fall wirklich rausgehen würde, hängt natürlich auch ab von einem Partner, der da eventuell auch eine Bewegung macht. Da muss man sich natürlich auch darauf einstellen können in dem Moment. Also wir versuchen jetzt einfach in einem relativ schmalen Korridor die Bewegung zu machen, also gut die Verbindung zum Schwert auch zu halten. Ich mache das jetzt mal abwechselnd. Das heißt, dass jetzt ruhig so anfangen mit Füßen nebeneinander wieder. Ich schneide jetzt einmal von rechts. Jetzt gehe ich mit dem linken Fuß hier wieder zurück auf die Linie. Und nehme das rechte Bein zu und schneide von links. Zeigt es auch nochmal von unten. Und jetzt machen wir es auch nochmal mit Schritten. Also wenn ihr da einen Platz habt, macht es ruhig auch, dass man mal übt, im Raum dabei zu bewegen. Ich fange jetzt mal an mit rechts vorne, mache den ersten Schritt mit meinem linken Bein und schneide auch von der linken Seite. Und orientiere mich so hinter dem Schwert. Jetzt gehe ich auf die andere Seite rüber und setze entsprechend die Füße auf. Und
Und wenn ich jetzt rückwärts gehe, dann nehme ich auch das Bein nach vorne, das auf der Seite ist, von der ich schneide. In dem Fall jetzt links, rechts, links, rechts. Und nochmal. Ich zeige jetzt mal einmal auf euch zu, also so ausholen und jetzt rückwärts. So. Und das war jetzt von der Ebene, die wir geschnitten haben oder angegriffen haben, das war also Kopf-Hals-Bereich, das nennt man Jodan. Und dann gibt es noch zwischen Schulter und Gürtellinie, das nennt man dann Judan. Und weiter unten, also unterhalb Hüftbereich, ist dann Gedan, da würde man hauptsächlich also das Knie angreifen. Und wir schneiden jetzt auch mal in diese Linie. Das heißt auch, dass wir wieder mal so anfangen, nebeneinander stehen, ausholen und weiter nach unten schneiden. Wichtig da jetzt, also nicht den Schwertgriff hier so rausknicken lassen, also gut drüber bleiben mit beiden Händen. Und ich mache das jetzt auch mal mit Beinbewegung dazu, also einfach so, dass ich hier anfange, Füße nebeneinander und auch immer wieder an der Linie ankomme. Und ich gehe mal nach rechts raus und nach links raus. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht so gut tief runter, also dann ruhig auch ein bisschen tiefer stehen hier, ein bisschen weiter die Beine setzen, dass man einfach hier den Bewegungsradius auch ausreichend hat. Gut, und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Kombinationen, gerade um in diesen Yokumen reinzukommen. Also sehr verbreitet ist auch, dass man erst in so eine schützende Position geht und dann schneidet. Das werden wir uns in einem anderen Video auch nochmal anschauen. Was vielleicht als Kombination zum Üben auch noch ganz schön ist, mit Bewegungen mehr, das kann man machen, also dass man zum Beispiel zweimal umschneidet, zweimal unten. Rechts links und rechts links. Und das gleiche dann auch mit rückwärts. Ich mache jetzt noch mal kurz vor, wie man daheim auch üben kann. Also wenn man jetzt nur sehr reduziert Platz hat, also dann einfach hinsetzen, im Sesam, Schwert so vor euch halten, heben, eine Seite schneiden, andere. Oder von der Seite. Also ruhig den Fußrücken entspannt am Boden aufliegen lassen, aufrecht sitzen, die Knie ein bisschen auseinandernehmen, damit es stabil ist und Schultern entspannt, Atem gut fließen lassen.
Und Schwert so hochheben auch, ist auch noch eine wichtige Sache. Also, dass man nicht das Gefühl hat, man muss den Kopf darunter einziehen, sondern einfach die Arme so hochnehmen, dass er trotzdem aufrecht bleibt. Gut. Dann mal so ein bisschen beide Hände zum Schwert nehmen. Auspendeln lassen mit der Gewichtsverlagerung. Hände gut dran lassen und jetzt die Schneide mal in die Richtung drehen, wo er hinbewegt. Nicht überdrehen, sondern so weit, wie das Zentrum auch geht. Dann entsteht so eine schmale liegende Acht. Handgelenke ganz weich gut mitgehen lassen. Und wenn die Bewegung sich stimmig anfühlt, dann auch mal schneller. Verschiedene Größen machen, das ein bisschen laufen lassen. Und dann auch den ganzen Körper ein bisschen mitbewegen. Thank you.